Mein heutiger Gast ist Thomas Butterbach und wir sprechen über das Thema Bürodigitalisierung. Hallo Thomas. Hallo Verena. Bürodigitalisierung hört sich erstmal sehr allgemein an. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen, was darunter zu verstehen ist? Ja, bei Bürodigitalisierung denkt wahrscheinlich jeder direkt an das papierlose Büro. Es ist aber nicht nur die Umwandlung von analogen Dokumenten in digitale, sondern auch die Umwandlung von analogen Arbeitsabläufen in digitale Prozesse. Wichtig dabei ist, dass man die Bürodigitalisierung nicht zum Selbstzweck macht, sondern immer auch einen konkreten Zweck verfolgt, zum Beispiel Reduzierung von manuellem Aufwand. Beispiele, es kann zum Beispiel sein, dass man die Arbeitszeiten nicht mehr aufwendig und mühsam mit Stechkarten oder Papierstundenzettel meldet, sondern sie direkt in ein dafür vorgesehenes Zeiterfassungssystem erfasst. Andere Beispiele sind Routinetätigkeiten wie das Schreiben und Erfassen von Rechnungen, das Versenden von Mahnungen oder allgemein das Abtippen und Kopieren von Daten. Welche Technologien kommen denn genau zum Einsatz und mit welchen kann jetzt ein KMU auch gut starten? Bei der Digitalisierung von Dokumenten kommt eine ganze Reihe von Technologien in Frage, von Scanverfahren über maschinelle Texterkennung bis hin zu KI-basierter Dokumentenklassifikation. Da reicht es aber im Mittelstand oft schon aus, wenn Dokumente zentral und ortsunabhängig im System abgerufen werden können und nicht in vielen Aktenordnern gesucht werden müssen. Bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen gibt es auch viele Softwarelösungen inzwischen, die auch speziell für bestimmte Branchen oder Anforderungen zugeschnitten sind. Da empfehle ich, auf modulare Software zurückzugreifen, weil die den Vorteil bietet, schrittweise zu digitalisieren. Und das i-Tüpfelchen bei der Bürodigitalisierung sind Tools zur Automatisierung, beispielsweise Softwareroboter, die dann manuelle Tätigkeiten komplett selbst übernehmen. Was sind denn die größten Stolpersteine bei der Bürodigitalisierung? Also man darf sich natürlich nicht von schönen Softwarefunktionen oder auch von Verkaufsversprechen vom eigentlichen Ziel ablenken lassen. Man sollte sich schon genau Gedanken machen, was die Software auf jeden Fall leisten muss. Und dann eben sorgfältig auswählen. Ich empfehle auch immer, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, weil das mehrere Vorteile bietet. Zum einen trägt man so alle wichtigen Anforderungen zusammen. Zum anderen verteilt man den Aufwand für ein Digitalisierungsprojekt auf mehrere Schultern. Und man erhöht natürlich auch die Akzeptanz und die Motivation in der Belegschaft. Und welchen Vorteil bringt es den KMU, wenn es jetzt Lösungen aus dem Bereich der Bürodigitalisierung einsetzt? Viele Routinetätigkeiten sind zwar notwendig, aber eben nicht wertschöpfend. Und gerade in KMU ist es wichtig, sich auf diese wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren zu können, um am Markt bestehen zu können. Und da bietet Bürodigitalisierung eine deutliche Entlastung, damit eben mehr Zeit für diese wertschöpfenden Tätigkeiten zur Verfügung steht. Neben der Entlastung ist es heutzutage natürlich wichtig, Informationen direkt und schnell verfügbar zu haben. Das können zum Beispiel Projekt- oder Auftragsstatus sein, Bestell- und Lieferinformationen oder auch finanzielle Kennzahlen. Und da bietet Bürodigitalisierung eben den Vorteil, dass man diese Zahlen direkt verfügbar hat. Eine Papierablage oder langsame analoge Abläufe scheiden dann eben vor diesem Hintergrund aus. Zum anderen, die Erfahrung habe ich oft schon gemacht, können analoge, langsame Abläufe auf Dauer auch sehr frustrierend sein. Und da bietet eine gezielte und entlastende Bürodigitalisierung auch eine höhere Mitarbeitermotivation. Ein interessantes Thema, das vielen Unternehmen, egal aus welcher Branche, helfen kann, Prozesse zu verbessern. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an die info@digitalzentrum-saarbrücken und tauschen Sie sich mit unseren Experten zu dem Thema aus. Danke, dass du heute mein Gast warst und wir sehen uns beim nächsten Mal.